Und damit willkommen zurück hier bei Warframe. So, wir farmen mal Teile und hoffen, dass ich irgendwo mitmachen kann. Dass sich auch einigermaßen lohnt, aber nö, ist natürlich nichts dabei. Ist ja klar. Wahnsinn. Spionage? Nee. Auslöschung? Ja, aber... Ja, könnten wir machen, in der Tat. Will ich das jetzt mit Ash machen? Mein Problem ist, naja, was heißt mein Problem? Ich habe jetzt schon öfters erfahren, dass es eigentlich kein Problem ist, aber der Stalker ist mein Fan. Und ich weiß nicht, wie oft der mich jetzt schon besucht hat bei solchen dämlichen Missionen. Jedes Mal, wenn ich mit einem Kleinen reingehe, kommt der an. Ich könnte einen Kleinen nehmen, große Waffen mitnehmen, ne? Sagt er auch schon, nee. Oder ich könnte einfach warten und in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen. Das nächste Mal machen wir so eine Mission. Wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Haben wir irgendwas Schönes da? Abfangen. Ach, abfangen mag ich nicht so ganz. Oder? Mach mal, machen wir. Öffentlich? Ja. Ja, abfangen ist ganz gut so. Abfangen ist ganz gut so. Weil abfangen alleine, das ist irgendwie, bah, egal welchen Charakter ich dann nehme, es ist, bah. Pfui bäh, pfui bäh, pfui bäh. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange werden wir brauchen, bis wir da irgendeine Gruppe finden? Für normal geht es eigentlich recht schnell. Ich könnte allerdings auch schon starten und anfangen. Mobile Verteidigung würde auch... gehen, auch eine Tauchmission. Könntet ihr sehen, wie scheiße ich bin? Ah, da könnte ich die da hier machen, wegen... Ja, genau. Kommen wir mal in die hier. Mobile Verteidigung. Da können wir auch jetzt Spiel machen. Dann, wenn irgendjemand dann... Ja, will, kann er ja damit nahe kommen. Ich weiß, das klingt jetzt so, als würde ich irgendwie einen Livestream machen, als dass man hätte die Möglichkeit dazu. Ist natürlich nicht der Fall. Da. Ansonsten, wenn man will, kann man hier bei Warframe auch gerne im Übrigen Freundschaftsanfragen senden. Und dann kann man ja mal, wenn man die Zeit hat, dann zusammen was machen im Übrigen. Ja, weil das habe ich ja auch schon ein paar Mal gelesen. Okay, ich habe meine Sparte dabei. Das geht. Ganz einfach. Ich meine, das sind jetzt nicht so ganz Gegner, die hier... Ah, nein, weg. Zu spät, oder? Ja, zu spät, leider. Ich hätte vielleicht... Helio. Achso, ja, mein Roboter. Aha, gesehen. Genau, weil wenn man die Dinger hier kaputt macht... Ja. Wenn man die Dinger kaputt macht, ehe sie sich entladen haben, besser. Viel besser. Hallo, mein Freund. Du hast das auch noch überlebt. Sag mal, kann ich von hinten keinen Hinterhalt machen, wenn ich das blöde Ding da habe? Weiß ich nicht. Irgendwo war da wieder einer. Ach, eine Walze. Klettcram, wo? Da. Wusste ich es doch, dass ich es richtig gehört habe? Doch, geht. So, das heißt, gib mir mal ein bisschen Party-Action. So, mein Freund. Wie geht's ab? Das Blöde ist, dass hier überall Eis ist. Das bedeutet, es ist kalt. Und die Warframes mögen nichts Kaltes irgendwie. Feuer mögen sie auch nicht. Habe ich das schon mal gesagt? Wo ist denn der? Da. Und hört auf, die Konsole da kaputt zu machen. Die hat euch nichts getan, ja? Und ein bisschen mehr Mana wäre nicht schlecht. Energie. Okay. Hallöchen, Tussi. Tschüss, Tussi. So. Ist natürlich mit so einem... Gern alles ein bisschen einfacher. Ja, sagte er, ne? Und dann freckt er irgendwann. Aber schon wieder keine Schilder hat oder sonst was passiert. Das ist so typisch. Oh. Es geht hektisch umher.
Ich glaube, da kommt aber auch keiner mehr rein. Es geht aber noch. Naja, was ist es? Es ist einigermaßen einfach. Bislang. Solange die großen Massen nicht so aufgestürmt kommen, sollte es mir recht sein. Meine Schilde sich immer wieder regenerieren. Aber für die da oben könnten wir das. Ah, das ist noch gar nicht bereit. Du sagst doch gleich, ob man mal so. Die. Darum nehme ich eigentlich, wenn ich Ash habe, lieben gerne dieses Schwert mit. Um einfach ordentlich durchzumetzeln. So. Gut, aber hier muss ich ja Missionen freischalten. Ja, da kann man ja nicht irgendwas zum Level mitnehmen. Und du hör auf, meine Schilde kaputt zu machen. Und du erst recht. So, da hinten wieder. Ah, wir sind sogar fertig. Ja, sowas aber auch. Warum sagt mir das keiner? Sie hat es mir wahrscheinlich gesagt. Ich habe ihr nie wieder nicht zugehört. Wer hat schon einer Frau... Da lang, hier lang, dort lang. Ach, ist er sogar in der Nähe. Scannst du bitte das Terminal? Helios? Dann halt nicht. Pff, so egal. Ah, irgendwo habe ich ihn wieder gesehen, glaube ich. Napalm, Fuzzi. Keine Ahnung. Kiste, Kiste. Kisten. Kisten. Jede Menge Gegner. Jede Menge Gegner. Aber. Ups. Wieder zu wenig. Oh nein, 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 nein. Hört auf. Mensch. Mana. Ah ja, jetzt, ne? Jetzt kommen bestimmt wieder keine Gegner an, ne? Ist ja klar. Eine halbe Stunde will ich doch mal nur wieder durch die Gegend springen, wenn ich darf. Ne, die habe ich nicht erwischt. Nein, ich habe sie nicht erwischt. War ja klar. Mana? Leben meine ich? Ach, hört doch auf, Mann. Ah, die Sau da, hey. Der hat so eine hohe Schussfrequenz, dass ich Schilde immer wieder weggehen habe. Unbedingt mal ein paar gute Mods. Ah, hör auf zu ziehen und hört auf, mich anzuzünden. Und vor allem, die, wisst ihr was? Au! Nein! Seriously? Die haben das Ding kaputt gemacht? Och nö. Och nö. Ah ja, peinlich. Ha. Ja, wenn man nicht aufpasst. Okay. Ist in Ordnung. Passt schon. Na, starten wir wieder. Braucht man jetzt nicht unbedingt eine Gruppe dafür. Hab's eben alleine nicht geschafft. Ja gut, okay, das war jetzt dämlich angestellt. Perspektive, man sieht halt, wie schnell es geht, ne? Kennen wir, kennen wir. Gib her. So. Gehört auch dazu, einfach mal zu scheitern. Und hier vor, wenn du... Boah, leck mich, ey. Ich muss unbedingt den Sound mal abschalten. Ändern. Scan das Ding. Ich sollte den da hinten erstmal töten, ne? Die beiden. So, und vielleicht manuell scannen. Das würde etwas schneller gehen. Komm, scan, 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 scan. Ah, ich habe keine Scanner mehr. Dann sag das doch gleich. Pff. Die sind tot? Wodurch sind die denn gestorben? Terminal spotted. Upload me. Ein Okulist? Hallo, mein Freund! Ja, die muss man scannen für Second Dream, um die Questreihe überhaupt mal zu bekommen. Darf sich allerdings nicht von den Dingen sehen lassen. Dadurch, dass ich jetzt allerdings keinen Scanner habe und ich ja die Quest schon habe, vollkommen unnütz für mich. So,
warten wir jetzt schön hier in der Nähe. Hier sterbt auch. So, und hört auf, mein Terminal kaputt zu machen. Mann, das Ding hat einen Haufen Life. Das ging vorhin echt ein bisschen zu zügig, wie ich finde. Da war das Teil wirklich so stark beschädigt. Na gut, kann ja sein, dass da einer permanent angegriffen hat und ich das nicht gesehen habe. Oh, hallo, Okulist, du bist immer noch da. So. Okay. Da scheint einer wirklich auf mein Terminal gut abgesehen zu haben. Komm, reparier dich. Anstelle, dass ich meine Ulti einsetze. Nein. Hör auf. Regenerier dich mal. Jetzt muss ich gleich wieder anfangen. Nee, jetzt nicht gerade die Lust und Laune. Ups. Geh drauf. Hör auf. Noch 10 Sekunden brauchen wir. Komm schon. Schilde. Das Teil regeneriert sich auch nach einer Zeit lang wieder. Oh, ist eh fertig. Okay, perfekt. Dann hätten wir das geschafft. Na, du darfst sterben. Tötet 10 Gegner mit Kopfschüssen. Ich kämpfe mich hier mit Schwertern durch die Gegend. Finde den Fehler. 6 Meter? 14 Meter? Keine Ahnung, wie ich das denn hinführen will. Kisten nehmen wir mit. Ach komm, das Ding nehmen wir auch mit. Ja, ist ja schön, dass Grineers on the way sind. Na? Au! Moment mal. Also, irgendwo will mich das Spiel gerade ein bisschen trollen. Das ist nicht das Terminal. Nee, komm. Das macht keinen Sinn bei denen. Also nicht. Schilde. So. Ich sagte Schilde. Na gut, ich meine, das war natürlich ein bisschen schädlich, dass ich da vorhin auch in Tarnung gegangen bin. Da haben die natürlich ihren Angriff natürlich komplett auf das Ding da gelegt. Ne? War ja nichts anderes da, was sie angreifen konnten. Konnte mich ja nicht sehen. Dafür ist ja die Tarnung da, ne? Mit einer blöden Harpunenwaffe da. Hör auf. Stopp. Was lohnt sich? Ach, das ist so herrlich. Ich liebe es. Und vielleicht nicht so weit weg vom Terminal, wobei die Gesundheitsanzeige von dem Ding einfach im Auge behalten, dann sieht man es ja. So. Komm, geh drauf. Ich glaube, jetzt kann da mittlerweile leider keiner mehr eintreten, weil ich ja das erste Missionsziel schon erledigt habe. Aber schön, dass ich zumindest die Kopftreffer erreicht habe mit Schwertern. Ich cheate. Ja, ich weiß, mein Bot macht das. So, ihr dürft alle mal gerade drauf gehen. Danke sehr. Auch die. Schnetzel dich nieder. Kämpft für euren Meister. Warum sind das viele? Das rentiert sich ja voll und ganz. Ja, doch. Okay. Nichts gesagt. Das ist ganz gut. Ach, ist das so schön? Und Nyx kann das die ganze Zeit machen in der Welt. Hey, ihr sollt nicht mich angreifen. Gut, vielleicht hätte ich euch nicht zuerst angreifen sollen, aber hey. Perfekt. Ich gehe dann einfach mal, macht mal weiter. Wow. Na, ich versuche aber auch mal wieder durchzubrechen. So. Das sieht irgendwie krass aus. Die kämpfen immer noch gegeneinander. Ich bräuchte ein bisschen Mana. Wer ist denn bereit, mir welches zu geben? Vielen Dank.
Ah, herrlich. Ach, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ihr... Also, du hörst mal auf, ne? Computer muss man nicht anheizen. Mit Flammenwerfer heizt man übrigens überhaupt nichts an. Gibt es eigentlich einen Flammenwerfer als Waffe für Thanos? Weiß ich gar nicht. Ich hätte gerne einen. Flammenwerfer sind irgendwie cool, gehören zu jedem Spiel dazu. Naja gut, wenn man Zombies jagt. Das sind ja keine Zombies, das sind ja irgendwelche komischen, hässlichen Dinger da. So. Wo denn? Ich habe noch nicht mal dafür genügend Mana? Wow. Also die Schuriken wollte ich gerade einsetzen. So, Freundchen. Die droppen allgemein gerade recht wenig. Und hört auf, mich zu töten, ja? Das wäre nicht schlecht. What? Mann! Würdest du mal aufhören? Danke sehr. So. Ein klein wenig mehr. Du darfst auch sterben. Oh, jetzt wäre es so schön. Das war klar. Das habe ich kommen sehen gerade. Feuer. Mein bösester Gegner. Kann ich gar nicht leiden. Zumindest bei dem Grenier. Also wenn sie dieses Feuer Extinguus Illuminus Gebrabbel da drin haben. So. Das hat nicht gelangt für alle. Oh, was war das denn? Oh mein Gott. So, einfach mal sterben. Ganz gepflegt wäre das nicht schlecht. Hier drüben im Übrigen. Du da. So. Ach so, ich kann schon. Ja, Löchen. Na super, ich hätte jetzt da noch 20 Stunden lang weitergemacht. Hä? Wir müssen in diese Richtung. Ich mache das wieder. Ja, das war klar, dass ich die Dings nicht treffe. Ist schon klar. Na gut, wir können die ja jetzt auch die hier nehmen. Falsche Waffe, ich meine die hier. Ich mag diese Waffe, falls ich es noch nie gesagt habe. Die ist so richtig schön hässlich. Oh. Mhm. Okay. Schockgewehr. Habe ich zumindest? Nein, nur Schrott. Ist ja blöde. Mensch, das kam mir jetzt gerade so vor, als wäre ich hier eine halbe Stunde dabei. Das ist knapp 18 Minuten. Ist ja gar nichts. So, ist mittlerweile hier von... Spionage ist halt echt kacke. Ich finde Spionage kacke. Auslöschung? Nein. Wie sieht's denn hier drin eigentlich aus? Nö, ist auch nichts dabei. Abfang, Spionage, mobile Verteidigung. Nee. Eigentlich auch nicht. Ist hier was Interessantes dabei? Ja, ich müsste es machen. Das ist das Problem. Aber ich habe keine Lust dazu, es zu machen. Das ist das nächste Problem. Ausgrabung ist blöde. Gut, ich meine, ich könnte ja jetzt einen Cut setzen und gucke dann einfach mal in einer Stunde wieder vorbei, in der Hoffnung, dass dann hier irgendwo was Interessantes mit dabei ist. Hier wäre Abfang. Das ist halt mit Arschwing. Kann man auch machen. Verteidigung. Gegen Befall. Ja, das wäre zumindest was Interessantes. Ja, komm,
Macht einen Cut und dann machen wir, beziehungsweise beende jetzt diesen Part und dann werden wir das nächste Mal abfangen machen. Yay, brauche ich ja. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt dann noch machen muss. Um zumindest die Brücke freizuschalten. Ein Teil der Brücke freizuschalten. Das hier, genau das machen wir. Wir schalten die Brücke frei. Perfekt, passt doch. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.